Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten kleinen Einführung zu Bau den Millennium Falcon von De Agostini. Das Magazin werden wir euch heute zeigen und wir werden euch, eine kleine Einführung darin geben, was wir machen werden bei uns in der Jedi-Bibliothek mit diesem Bausatz, mit dieser Zeitung. Und ich habe gestern war Samstag, am Freitag muss es gewesen sein, Post bekommen. Ich halt mal eben meine Adresse zu und reiße den Zettel auch direkt mal raus mit dem ersten Päckchen der Serie, die ich jetzt zusammen mit euch öffnen werde. Es wird etwa 100 Ausgaben geben. Man ist dann bei einem Gesamtpreis von ca. 1200 Euro und jetzt geht es direkt wieder los. Oh, 1200 Euro, das ist aber viel. Ja, wir sprechen hier aber auch von einem 1:1 Replik des Repliks oder des Props, das in dem Film Empire Strikes Back benutzt wurde. Wir haben da also ein Modell, ich habe hier gerade die Blaupause vor mir liegen, das auch exakt so groß ist wie die Blaupause. Wenn ich mir meinen Esstisch angucke, würde das schon heißen, dass dieses Modell ja gut ein Drittel meines Esstisches, vielleicht sogar ein bisschen mehr einnehmen würde. Das ist also eine ganze Menge und das kommt sehr nah an den Master Replicas Falcon ran, der mittlerweile schon mehrere tausend Euro kostet, wenn nicht sogar bis in den fünfstelligen Bereich. Also die 1200 Euro, wenn man Spaß am Basteln und am Modellbau hat, sollte sich das eigentlich lohnen. So, was erwartet uns in der ersten Ausgabe? Die ersten Bauteile, die da wären, eine Vierlingslaserkanone, das erste Teil der oberen Hülle, ein paar Cockpit-Teile, Decals für das Cockpit und schon Rahmen und ein paar kleine Schrauben. So, jetzt gucke ich mir das Teil mal genauer an und ich stelle fest, dass ich alles richtig gemacht habe. Und zwar, sofern ihr diese Reihe abonniert habt und das erste Päckchen bekommen habt, werdet ihr feststellen, dass es Unterschiede gibt. Und zwar habe ich das gleiche nochmal am Bahnhof gekauft. Und jetzt müsst ihr mich kurz entschuldigen, jetzt hole ich auch direkt mal die Testbauteile. Hier habe ich einmal die Testbauteile. Das Interessante ist, das Testbauteil, ich komme mal etwas näher ran, damit man das sehen kann, hat hier oben diese Kante, die dann auch hier schön nach unten geht. Nun ja, das erste richtige Teil der Reihe, was jetzt mit dem ersten Paket gekommen ist, hat diese Kante nicht, diese kleinen Einkerbungen, die wir hier sehen. Die gehen direkt in die normale Kante über und an der Seite haben wir erst recht keine Kante. Das passiert euch, wenn ihr die Batchnummer 0214 habt. Was habe ich gemacht? Ich dachte mir, dass das schon so kommen wird. Ich bin in den nächsten Bahnhofskiosk gegangen und habe mir dort eine der größeren auf Pappe geklebten Ausgaben geholt, weil mir schon bewusst war, dass hier die Kante wieder vorhanden ist. Jedoch nicht an der Seite. Das heißt, an der Seite müssen wir noch selbstständig ein bisschen modifizieren. So viel zu den Teilen. Was haben wir noch in der ersten Ausgabe? Die Blaupause, die ich hier schon liegen habe. Auf der Rückseite haben wir nochmal aufgezeigt, wie das mit dem Rahmen funktioniert, welche Teile wir im Schiff haben, die wir sehen können. Und die Einführung in die Sammlung. Das ist dann einfach nochmal eine kleine Übersicht über das, was uns erwarten wird. Lichteffekte, bewegliche Teile, im Cockpit-Licht, Details im Inneren, das sind also diese typischen, das
typische Werbeheft und was uns in den nächsten Ausgaben erwartet. Weitere Teile für den Rahmen, die Außenhülle, das Holospielbrett und in der dritten Ausgabe dann weitere Komponenten für das Cockpit, inklusive Sitze und Instrumentenkonsole. Ja, und abschließend dann das Magazin, was leider in der ersten Testversion einige Übersetzungsfehler und Rechtschreibfehler hatte. Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt, ich denke aber, dass diese Fehler soweit behoben worden sind. Dort gibt es dann ein Bestelle jetzt, genau. Ein paar Informationen über den Falken selbst und wie damals im Infektfall über Planeten, Waffen, Fahrzeuge und so weiter und so fort. Und sehr schön ist auch hier Bauphase 1, die Teile, die wir brauchen, das, was wir jetzt schon in etwa zusammenbauen können. Ich weiß nicht, in England ist die Reihe mittlerweile bei Ausgabe, lass mich nicht lügen, bald bei Ausgabe 60 und dort gibt es im Internet auch immer noch eine Bauanleitung in einem Forum, auf das wir auch Zugriff haben. Das ist aber nur auf Englisch. Ich weiß nicht, ob in Deutschland auch ein Forum kommt. Wir starten auch zusammen ein Bautagebuch. Das machen Dan und ich zusammen. Vielleicht kennen einige von euch den Dan. Das ist aus meiner Sicht der Prop-Gott, habe ich gestern aus Spaß zu ihm gesagt. Der hat auch den Master-Replikas Falken. Das heißt, wir haben da eine gute Grundlage, an der wir uns orientieren können, welche Teile wir bearbeiten müssen. Und deshalb überlegen wir jetzt im nächsten Schritt, welche Teile wir bei Shapeways kaufen, um das Modell noch etwas aufzubessern. Oder Paragraphics gibt es auch. Das sind so aus Metall geätzte Teile, damit das Ganze noch etwas einen schöneren Touch hat, zum Beispiel im Cockpit oder im Inneren, den Raum, den wir da sehen können mit dem Holo-Spieltisch oder wie die das hier nennen. Um da nochmal extrem viel rauszuholen. Deshalb muss ich euch für heute vertrösten. Ich werde jetzt nicht weiter auf die Teile eingehen und die Teile auspacken. Das mache ich zusammen in der nächsten Folge mit Dan. Dort werden wir auch zeigen, wie dieses Teil am besten modifiziert werden kann, damit es richtig aussieht, so wie es aussehen muss. In etwa halt wie hier in diesem Testteil. Und dann zeigen wir euch, was wir vielleicht auch schon bestellt haben, was ihr bestellen könnt, um nochmal was Maximales da rauszuholen. Genauso überlegen wir, ob wir die Teile jetzt schon bemalen und weathern oder ob wir damit warten oder ob der Dan seine Teile weathert und ich meine erstmal nicht. Dazu machen wir Bilder, Texte, Anleitung und alles weitere erfahrt ihr entweder hier auf YouTube oder auf der jedibibliothek.de. Dort werden wir eine eigene Sektion einrichten, nur für Bau den Millennium Falcon und dort erfahrt ihr mehr zu Shapeways, Paragraphics, zum Falcon-Modell, zu den Zeitschriften, die dabei sind und was man sonst noch rausholen kann. So viel dazu. Ich freue mich tatsächlich sehr auf den Bau. Ich kann euch alle nur ermutigen, dort mitzumachen. Das ist wirklich eine schöne Sache und ich freue mich schon auf das fertige Modell. Und das sehen wir dann in 2 Jahren. Das ist eine lange Zeit, aber die kriegen wir auch überbrückt. Damit wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß und ich freue mich auf die nächste Folge, die dann auch mehr Inhalt bietet und Bauanleitung und so weiter und so fort. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wir sehen uns.